Wahrscheinlich bist du aus dem gleichen Grund zu Toastmasters gekommen wie ich, weil du deine rhetorischen Fähigkeiten verbessern wolltest. Und wahrscheinlich bist du auch schon der zweiten Säule von Toastmasters begegnet, die Kunst des konstruktiven Feedbacks. Und wenn du bereits Club Officer bist, dann hast du auch schon die dritte Säule von Toastmasters kennengelernt, und zwar die Verbesserung deiner Führungsqualitäten. Der Slogan von Toastmasters heißt nicht umsonst: Where leaders are made. Ich bin zum Beispiel gerade Area Director im Area D1 hier in München. Und in meiner Rolle als Area Director unterstütze ich meine Clubs dabei, ihren Mitgliedern einen noch besseren Service anzubieten. Und als Area Director habe ich schon einiges dazugelernt. Ich habe die Clubs kennengelernt, wo ich war, die Präsidenten, die Mitglieder. Das hat mir große Freude gemacht. Und ich weiß jetzt, was eine Division und einen District in Toastmasters ist. Und ich habe dazu beigetragen, Fortbildungen zu organisieren, an der mehr als 100 Menschen teilgenommen haben. Wenn du Interesse hast daran, Area Director zu werden, dann nimm am besten gleich Kontakt auf mit deinem eigenen Area Director. Er oder sie hilft dir gerne bei allen weiteren Schritten bei der Bewerbung und hilft dir dabei. Mach dir keine Sorgen, wenn du nicht weißt, was eine Division oder ein District ist. Ich habe es vorher auch nicht gewusst. Am wichtigsten ist es, zu starten. Oder in den Worten von Franz von Assisi: Starte mit dem, was notwendig ist, dann mach das Mögliche und plötzlich wirst du das Unmögliche schaffen.